Der TTC Rhön-Sprudel Fulda-Marberzell. Mit Ruben Filos empfing den TTC Neu-Ulm hier mit Emmanuel Lebesson. Er wird ja oftmals bei den Gästen zunächst mal an den Tisch gestellt. Er ist einfach ein Kämpfer, auch ein toller Spieler, erfahrener Mann. Und er jetzt also hier gegen Ruben Filos, das Abwehrass der Osthessen. Und er hatte hier seine Schwierigkeiten gegen Lebesson. Wir sind schon im dritten Satz, 10-6. Da kann Filos den Matchball nochmal abwehren, aber beim 10-7. Nochmal einer abgewehrt. Hier, der Ball fliegt auf die Kante, 10-8. Mal gucken. Aber nee, jetzt war es passiert. Ja. Lebesson mit seiner ganzen Erfahrung bringt hier Neu-Ulm in Führung. Quadri Aruna gegen Thiago Apollonia. Ein namhaftes Duell. Wow, das ist Wahnsinn, was er da läuft. Schlägt er auf. Ja. Wieder gut geblockt von Aruna. Jetzt mit der Rückhand. Ja, und das sind beide Spieler, die öfter bei uns auftauchen in der Wahl zum besten Ballwechsel des Spieltags. Und hier haben wir gerade gesehen, warum. Ist einfach schönes Tischtennis, was die beiden spielen. Kontrollierte Offensive. Es gibt oft lange Ballwechsel. Und auch bei Apollonia finde ich jedenfalls. Das sieht immer so elegant aus. Und hier auch der Ball ganz knapp drüber. Dieser mega wichtige Ball. Block von Apollonia holt den auch noch. Zieht gegen. Den holt er auch noch. Hier haben Sie es gesehen, den Blick von Apollonia. Ja, wieder so ein Ding, was ganz knapp an der Kante entlang streift. Das ist schon der ungläubige Blick. Aruna im fünften Satz mit Matchbällen und dann verzieht Apollonia und Aruna geht auf die Knie. Geht auf die Knie. Der Ausgleich 1-1. Dann Fan Bomeng gegen Vladimir Sidorenko. Zwei ganz junge gegeneinander. Wahnsinn. Klasse Reaktion. Die beiden Top-Talente ihrer Mannschaften. Ist jetzt auch ein bisschen geschockt, dass Fan Bomeng jetzt diese Rallyes gewinnt. Ja, dass er auch diese Blocks spielt. Und da gibt es natürlich auch nur eine Devise auf beiden Seiten. Vollgas. An Geschwindigkeit. Und Sidorenko, der hatte irgendwie ein paar PS mehr heute. Deshalb hier schon in drei Sätzen die Entscheidung. Klarer Erfolg für den jungen Mann vom TTC Neu-Ulm. War einfach überragend von Sidorenko. Und damit die Gäste wieder in Front. Jetzt Filos gegen Apollonia. Auch das versprach tolle Rallyes. Ja, über die Klasse Ball. Ja, das war schön, wie hier Filos immer wieder die Bälle zurückholt. Und dann ist Apollonia dann auch gezwungen, hier ab und zu mal einen abzulegen. Oh, nochmal. Ja, das ist ja. Und dann hier nochmal der Kamikaze-Schlag. Da war. Ja, Rufilo, ich glaube, da hat es ihm einfach gekribbelt. Jetzt wollte er nochmal so einen richtigen Knaller zum Schluss setzen, aber der Rückhand-Hospin, der geht dann ins Netz. Trotzdem bis dahin mega Ballwechsel. Jetzt wollen die zwei uns nochmal alles zeigen hier. War für die paar Leute, die mit dabei sein durften, aus dem Betreuerteam und für alle, die direkt live dabei waren, auf TTWL TV, auf jeden Fall ein richtig schönes Spiel. Da macht es einfach Spaß zuzuschauen. Mach ihn. Auch hier wieder, wie Filos diesen Ball mit der Rückhand noch holt. Den braucht er jetzt. Und das war taktisch toll gespielt. Da schlägt Apollonia den Ball sogar weg. Kennt man kaum von ihm, dass er so mal den Frust rauslässt. Aber es gab für ihn am Ende keinen Grund, sich zu ärgern, denn er konnte dieses Spiel in 5 Sätzen gewinnen. Damit gewinnt Neu-Ulm in Fulda 3-1. Und wir haben Quadri Aruna nach diesem Spiel gefragt. From the beginning of the league, because we played almost 6 matches in a row outside. Man hat auch gesagt, es war wieder ein enges Spiel. Am Ende, wenn es darauf ankam, waren wir manchmal ein bisschen unglücklicher. Das war ein gutes Beispiel heute wieder. If we have played like 3-3 home and away, probably we could have even done much more better. Aber was soll's, als Team lernen wir daraus und werden dann in der Rückrunde wieder erneut angreifen. In der zweiten Hälfte der Saison, ich sage immer, es ist nicht vorbei, bevor es vorbei ist. Ja, wir sind hochzufrieden mit heutigen Ergebnissen und
Spiel war hart umkämpft, aber meine Jungs haben noch nach Niederlage am Freitag richtige Reaktion gezeigt und wir sind wirklich glücklich, dass wir heute gewonnen haben und ich denke, wir haben auch gute Vorrunde gespielt. Danke.